So. Haha. Umgenietet. Jo. Klopp zu und Schuh des Manitou und so. So, sind jetzt hier endlich mal alle Kollegos Fujikato. Ansonsten mögen sie doch mal ganz kurz rauskommen und sich melden. Money zu mir. Da passt die Musik ja gerade mal gar nicht. Das wäre eine Schande. Ich habe immer noch keine Tür gebaut. Mensch. Verplanter Junge. Ja, die Beleuchtung, die macht mir auch noch so ein bisschen zu schaffen. Na gut, hier, wo ist das? Da unten. So. Ich hoffe, ihr geht damit einigermaßen konform. So. Ich mache jetzt einfach nur mal den Anfang. Erstens, weil wir nicht so viel Holz hätten, als dass wir alles sowieso gleich fertig kriegen. Und natürlich auch, weil weswegen eigentlich? Ach so, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie genau hier dieser Übergang jetzt sein soll. So, gerade sieht das ein bisschen schäbig aus. Und ja, da muss ich mir noch was überlegen. Dürft ihr natürlich auch gerne überlegen. Nicht ohne Grund nennt sich das offiziell ja so in etwa Let's Play. Was ja übersetzt heißt, lass uns spielen. Ja. Oder doch vielleicht doch einfassen. Wir haben doch Schnee dabei, ne? Ja. Wir können uns 4 epische ganze Blöcke bauen. So, so, so. Ja, guck mal, das kann man jetzt schon erkennen, wo die Reise hingehen soll. So, ich glaube, ich mache hier jetzt nochmal einen dran. Wobei das hier nicht passt. Ja, denn eben nicht. Dann kommst du eben weg. Dann bist du das Opfer. Dann bist du der Kollateralschaden. Vielleicht, wenn wir den Weg wirklich so breit machen, wie er jetzt hier an der maximalen Breite hier breit ist, also ne, breit, 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 dann könnten wir den Weg auch ein bisschen weiter rechts anfangen lassen. Theoretisch. Just saying, ne? Ja, nein, das weiß ich noch nicht. Was ich aber sehr wohl weiß, was noch geändert werden muss, aha, geändert, ist hier unten. Das ist nämlich noch nicht so ganz schlüssig, weswegen genau dieses Plattförmchen hier halten sollte. Und ich glaube, es wäre ganz schnieke, würden wir... Nee, oder doch? Ja, ich erwähne es eigentlich ungern, dass ich jetzt mal was ausprobieren will. Aber, Freunde, ich will mal was ausprobieren. Hey! Ja, das kann man anbieten. Finde ich schon. Ich hätte erst überlegt, den in der Ecke zu nehmen, weil da ja auch in der Ecke der genommen wurde und wir das in asymmetrischer Weise auch machen müssten. Aber gut. So ist das etwas schlüssiger. Von der Kräfteverteilung her und so. So, soll ich da jetzt auch hier die ganze Ecke wegholzen oder... Oder reicht es ein, so ein Hämpfling hier hinzusetzen? Mal kurz ausprobieren, let's test. Ja, sieht jetzt nicht so epic aus, ne? Habe ich schon Schöneres gesehen. Ja, noch ein paar Fackeln dran, sofern vorhanden.
Und hier ist dann so eine Art kleiner Aussichtsbalkon. Haben wir noch Zaun? Ja, wir haben noch Zaun. Hey, dann könnte da was hin und da was hin. Das sieht doch fast schön aus. Hihi. Schön. Ach ja, das gefällt mir. Und die Treppe, die gefällt mir noch nicht so richtig. Ich bin dann drauf und dran, sowas hier zu bauen, da man hier, glaube ich, hochsprinten kann. Right? Kann man das? Runtersprinten kann man auf jeden Fall. Ja, man kann da über so Half-Stone-Slabs-Dinger, Halbstüfchen oder Stüfchen oder Halbsteine oder wie auch immer die heißen, kann man rübersprinten. Ja, das könnte aber problematisch mit unserem Häuschen werden. Wir brauchen ja leider auch doppelt so viel Platz. Und jetzt kommen wir hier mit 1, 2, 3, ja, 3 Stückchen. Dann ging es also, entweder fangen wir hier vorne an und das geht dann bis da oben hin. Ja, ist eigentlich auch im Bereich des Möglichen. Kann man sich eigentlich auch aus Cobblestones so komische Stufen machen? Wobei ich glaube, es sieht auch epischer aus, wenn wir hier diese da nehmen. Oder sieht es epischer aus, solche zu nehmen, wenn es die gibt? Mal gucken. Gibt's die? Nein, so nicht. Verdammt. Nee, das war doch schon richtig, ja? So und so, 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 so. Yes! So, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Wenn wir das alles so beibehalten, müsste es hier unten anfangen. Ja, ich glaube, das wird schon ziemlich epic. Okay, dann haben wir noch Cobbles dabei. Jupp, einige Cobbles und keine Kohle. God damn. Das ist doch immer der gleiche Mist. Wollte ich gar nicht. Wollte ich. So, und hier darin und dann so wieder 8 Stück verbrennen. Verbrenne! Was mache ich denn da? Ich bin ja auch ein Naseweis. Ein kleiner Nasepeter. Ach, Mist. Da habe ich dann zu lang gefackelt. Da haben die 2 Drittel der Kohle nicht mal ausgereicht, weil es keine 2 Drittel mehr waren. Also des Brennmaterials, you know? So, jetzt burn die hier ein und dann könnte ich der Wein eigentlich gerade mal bei dieser epischen Musik einfach Cobbles abbauen. Bau, 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 bau. Du, 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 du. Das Lied, das reißt sowas von mit. Also, ja. Mein Kopf geht hier auch immer von einer Seite zur anderen, so, yo, so voll im Groove drin, so, ne? Wisst ihr Bescheid. Gut, dass ich über die Ära, also dass ich die auslassen konnte. Finde ich auch sehr interessant, dass XP, also nicht die XP, die, ne? Wisst ihr schon, Windows, Microsoft Windows XP, dass die Support, also der Support bis, ich glaube, 2014 geht, also noch gute 2 Jahre. Und von Vista, der schon deutlich eher ausläuft. Obwohl Windows XP wohl so 2000, wann kam das? 2003? Oder 1? Keine Ahnung.
Ich glaube 3. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter ist es als Vista. Aber eben auch etwas erfolgreicher. Der kleine stabile Panzer. Und von 2000 zu XP war das dann doch schon ein ziemlich großer Schritt. Jo. Ich glaube, jetzt sind die Kohledinger da unten jetzt auch schon fertig gebraten, während es gerade mal wieder Nacht wird. Wie es ja hier noch nie Nacht wurde. Boah, es wird so richtig heftig Nacht diesmal. Warte mal, haben wir den Eimer dabei? Jupp. Unvorsichtigerweise haben wir den dabei. Komme ich da vielleicht ran? Nein, 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 komme ich nicht ran. Egal. Egal. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Jetzt soll ich da einfach mal einen ganzen Stack verbraten. Warte mal, das können wir doch auch mal mit ein bisschen Intelligenz machen, ne? Ja, leider kriegen wir mit drei so. Haben wir noch eine übrig? Nee. Also, wir brauchen hier dreimal so und drei so. Ja, also insgesamt verändert sich nichts. Wir brauchen halt. Vier höher, also 1, 2, 3, 4. Okay, dann. Kopfrechnen am Abend geht gar nicht mehr. Vor allem, weil wir noch welche haben, also müsste ein kleiner Bruchteil doch eigentlich reichen. So, und aus denen mache ich jetzt gerade mal wieder ein paar Stones. Na, wie heißen die jetzt? Stone Bricks Slab. Bam. Das kann auch kein Mensch aussprechen. Stone Bricks Slab. What the fuck? Stimmt das? Noch, ja. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu wenig, was ich da gemacht habe. Also hier kommt dann so ein ganzer hin, genauso wie da, also schon mal 6 ganze. Dann kommt hier wieder ein halber hin und da müsste der letzte eigentlich noch ein ganzer sein, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt auch keine Lust, alles immer so perfekt auszurechnen. Sieht viel besser aus, wenn ich das nicht mache. Hey, der kann das ja voll nicht. So, auf den letzten warte ich jetzt noch mal kurz. Kurz, bevor wir uns bauen gehen können. Dip, dim. So. Nun aber. Wir brauchen noch ein paar so. Das müsste eigentlich jetzt, dim, dim, dim. Hä? Hä? Wo ist der Zombie, Mann? Der muss doch hier sein. Ach, das war wohl der. Ich hatte schon die Befürchtung, dass jemand in unserem komischen, undefinierbaren hier Pilzfarm-Dings gespawnt wäre. Schreibe ich mal gerade nach dem Rechten. Je nach politischer Orientierung. Gut. Sind wohl alle zu der FDP übergewechselt.